Ja. Wir wollen uns nicht lange aufhalten. Da letztes Jahr die Kitas so bestreikt wurden, dass die Kinder gar nicht mehr wussten, wo sie ihre Eltern abholen sollten, haben wir uns jetzt ein musikalisches Märchenprogramm ausgedacht. Das können Sie ab sofort mieten. Sie können uns pachten, und zwar mit den Grimmischen Märchen. Und da man dazu ja eine Sängerin braucht, hat mich eine Mainzer Künstlerin gezwungen, also hat sich bereit erklärt, unbedingt dabei sein zu müssen. Ach du! Ich bin ja fix und fertig. Was ist überhaupt mit dir passiert? Wie siehst du denn aus überhaupt? Was hast du in deiner Hand? Ein Zauberstab. Ach, Hilde, das ist doch kein Zauberstab, das ist doch ein Handmixgerät. Hier steht Zauberstab drauf. Mein Gott, wie du aussiehst. Ja, und mit dem bin ich eben in die Steckdose gekommen. Und jetzt habe ich ein Schlaggerät. Das ist ja nichts Neues. Und jetzt hat er einen kurzen. Gib mal her, mit kurzen kenne ich mich das aus. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich mit Schneewittchen beschäftigt, die hatte 7 kurze, ja? Und? Trotzdem kein Leberschaden. Oh. Ach, sag mal, hast du überhaupt irgendeine Ahnung von Märchen? Natürlich habe ich eine Ahnung von Märchen. Ich habe schließlich fast 7 Kinder verzogen. Meine Damen und Herren, das Schneewittchen von Dreis. Ach ja, schlag mich tot. Jedenfalls sage ich dir eins, ich bin die beste Märchenerzählerin, die es gibt. Ich kann dir Märchen erzählen, die gibt's gar nicht. Das glaube ich sofort. Ja. Wir müssen die Kinder wegkriegen von diesen PCs und Laptops und Handys, von diesen Grausamkeiten, die sehen ja nur noch Mord und Totschlag. Jawohl, du hast recht, bin ich auch dafür. Und so gehen wir dann auch in die Märchenrennen. Zum Beispiel würde ich vorschlagen, wir sprechen jetzt oder singen mal über dieses Lied, wo die Hexe bei lebendigem Leib verbrennt worden ist. Ja, ist natürlich besser als jeder Tatort. Mhm. Ja. Also. Hänsel und Gretel verliebten sich im Wald. Nicht verliebten sich, verliefen. Die haben sich verlaufen, nicht verliebt. Entschuldige. Das mache ich noch mal anders. Hänsel und Gretel verwirrten sich im Wald. Er war so finster und sie so bitterkalt. Er musste mal aufs Häuschen. Oh Gretel, welche Not. Das ist doch alles Blödsinn. Ja, ich weiß, es ist Blödsinn. Ja. In der heutigen Zeit wird es sowieso ganz anders. In solchen Situationen holen die Kinder, also das Gretel hat damals ihr Möps rausgeholt. Was bitte? Ja, ich mach das auch immer. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, hole ich mein Möps raus. Hilde, was du meinst, heißt Google Maps. Ach so. Ja? Das hab ich mit. Das ist aber peinlich. Nicht Möps, Maps. Ach. Mein Gott, weiter, jetzt kommen. Sie. Also, sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Bäcker von diesem Häuschen sein? Na, liebe Kinder, wer wohl da drin gewohnt hat, Ein ganzes Häuschen von Lebkuchen und Brot? Wahrscheinlich Brotkäppchen. Kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Also du, jetzt, wenn ich schon überlege, als Kind mir alles sehr bekannt vor. Häuschen, Wald. Ich muss an der Oberolmer Wald denken. Oberolm? Ja. Wo ist denn das? Das ist eine Großstadt bei Kleinwindenheim. Ja. Und weißt du, wer von Oberolm ist? Nein, du wirst es uns gleich erzählen. Mhm. Schneewittchen, sein Mutter. Die sitzt dort beim Aldi an der Kasse. Ja. Ja. Beim Aldi, Schneewittchen, Klein Winternheim. Ja, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, und manchmal hilft sie auch beim Lidl an der Fleischsteak. Da verkäpt das Rehragu vom Königssohn. Oder ist es beim Norma an der Käsetheke? Norma. Und dann singt sie all die Lidl von Grimms Märchen für einen Penny. All die Lidl für einen Penny? Ja. Das ist doch alles nicht real. Nein, das ist ja.
Das ist ja royal, royal ist deswegen es. Singt in kleinen Winterheim wahrscheinlich der Alte immer noch das wunderschöne Kinderlied Schneewittchen stand auf einem Bein, einem Bein, einem Bein und zog sich einen Fruchtzwerg rein, Fruchtzwerg rein. Oh, mein nee. Gott, wahrscheinlich willst du uns jetzt gleich noch erzählen, wer Schneewittchens Vater war. Ja, es war der König von Mallorca. Ja, das war der Wir waren bei Schneewittchen stehen geblieben. Ja, lass uns mal einen ordentlichen Song singen. Ja, singen wir mal ein Lied. Ajo, ajo, im Märchen geht das so. Ein Zipfelmann kommt immer an. Ajo, 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 im Märchen ist das so. Schneewittchens Glück waren 7 Stück. Ajo, ajo. Aber du weißt, dass das Original von Schneewittchen eigentlich anders geht. Ja, das geht. Ja. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer war die Schönste im ganzen Land? Da antwortet der Spiegel: Schneewittchen, lass dein volles Haar herunter. Mein Gott, das ist doch Rapunzel. Bist du sicher Rapunzel? Das heißt Rapunzel, ja. Rapunzel? Ja, Rapunzel. Bitte, also, wenn du meinst. Da antwortet der Spiegel: Schneewittchen, lass dein volles Rapunzel herunter. Das ergibt gar keinen Sinn. Ach so. Sag mal, wie hoch war denn eigentlich der Turm? Das weiß ich, 5-6 Meter vielleicht. Und da hatte ich so ein langes Rapunzel. Na, das nenn ich mal Hängebusen, du. Jesus, na. Und dann noch knallblond, hä? Wie kommst du drauf, dass sie knallblond war? Ah, jeder hätte den Schlüssel runtergeworfen. Ajo, ajo, im Märchen ist das so. Ein blonder Zopf kommt raus im Topf. Ajo, 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 im Märchen ist das so. Der kleinste Wurm kommt in den Turm. Ajo, ajo. Du jetzt aber mal zurück. Wir müssen wirklich die Kinder von diesen Grausamkeiten des Fernsehens wegkriegen. Ja, ja, das machen wir ja auch. Wie wäre es dann jetzt mit dem Märchen, wo das Raben aß von Mutter, ihre böse Tochter mit dem Beil die Fäß abgehackt hat, damit die in den gläserne Schuh gebastelt? Das erinnert mich irgendwie an Schweigen der Lämmer. Also heute hätte sie einen Schönheitschirurg machen. Woher weißt denn du das? Warst du schon mal bei einem? Ja, natürlich. Und warum bist du nicht drangekommen? Unverschämt. Was hast du denn machen lassen? Ich hab mein Doppelkinn vergrößern lassen. Naja. Jedenfalls, mit was können wir jetzt weitermachen? Kannst du genau sagen, mit Rumpelstilzchen. Das ist keine. Das ist gut. Heute back ich, morgen nack. Moment, Moment. Du weißt, dass diese Verse sich nicht immer hinten reimen müssen, ja? Warum? Wenn sie sich vorne reimen, ist aber blöd. Oder? Also nochmal. Also gut. Heute back ich, morgen mach ich. Der Königin ein Kind. Hohl, hohl. Ja, 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 die Grimmschen Märchen sind manchmal hohl. Nein, das heißt, hol ich der Königin sein Kind, nicht mach ich. Hol ich der Königin sein Kind? Ach, viel wichtiger ist ja der Schluss. Zum Schluss. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass mein Stielchen Rumpel heißt nicht. Was? Dass mein Rumpelheinzchen stieß, nein, was? Nein, es heißt, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Stern ins Kotelett beiß. Dieses ganze Rumpelstilzchen ist sowieso zu brutal. Der reißt sich zum Schluss in der Mitte in zwei. Ja, das ist überhaupt da können nicht wir ja was drüber singen. Ajo, ajo, beim Stilzchen ist das so. Es riss sich in der Mitte in zwei. Ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Jetzt ist er nicht mehr froh. Auf jeder Seite nur ein Ei. Ei, ei, ei. Das kannst du alles nicht bringen. Wieso nicht? Nein. Denk dir was also anderes. Also gut, dann machen wir weiter. Wie wär's denn eigentlich jetzt sagen wir mal mit Wolf und der 7 Zwerge? Ach, das ist Schneewittchen und die hatte 7.
diese sieben Zwerge und das war die mit dem Königssohn. Die hat von dem sieben Zwerge geredet. Da hat die bestimmt einen Kaiserschnitt gemacht, Gret. Ja. Kommst du jetzt auf Kaiserschnitt? Ah ja, weil ich gerade an den Kaiser gedenkt habe. Der hat ja im Sommermärchen auch seinen Schnitt gemacht, oder? Ja. Und wenn du mich fragst, sagst du eins, das sind für mich alles Meinzelmännchen. Wer? Schneewittchen und die sieben Meinzelmännchen? Ja, ja, genau wie bei Ali Babi. Der heißt Ali Baba und also, der hatte doch nicht 40 Meinzelmännchen. Doch, die haben alle dieselbe Kappe und wer Kappe hat, ist für mich ein Meinzelmännchen. Ne. Oh. Nein, nein, wir machen bei Apfelputtel weiter. Bei was? Aschenputtel, du bringst mich völlig durcheinander. Gut, bei Aschenputtel machen wir weiter, da kenne ich mich aus. Den Guten ein Tröpfchen, die Schlechten aufs Töpfchen. Nein, Kinder und Alkohol, das geht ja auch nicht. Ja, was ja, anderes. Gut. Dann wäre ich dafür, dass wir das Märchen besprechen, also wo der Wolf mit Appetit die Oma ins Rotkäppchen gefressen hat, ohne Sodbrennen zu kriegen. Ach, ja. Ach Hill, das ist doch alles nix. Hast du irgendein anderes schönes Lied? Dann würde ich sagen, was hältst du denn davon, wenn ich jetzt zum Schluss singe, was sagt? Komm, dein Prinz zu mir und trägt mich fort von hier. An wen hast du denn da gedacht? An einen königlichen Hebekranführer? Vom Karl Strack oder so? Nein, mir dachte Prinz ohne Beutel reiche. Der könnte mich aufs Pferd heben und mir könnte von dannen reiten. Und an den Tierschutz denkst du gar nicht? Der arme Gaul. Noch eine solche freche Bemerkung. Und ich küsse dich zum Nacktfrosch. Wie soll das gehen? Das kann ich dir sagen. Ah. Also jetzt ist aber Schluss hier. Ja. Ja. Aje, aje, wir müssen jetzt mal gehen. Das Komitee ist nicht mehr schön. Aje, 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 aje. Frau Hollekot mit Schnee. Bei Schnee und Eis muss ich nach Dreis. Aye, aye. Hello! Vielen Dank. Kannst ruhig herkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Ein märchenhaftes Paar. Hildegard Bachmann und Frank Olischewski. Liebe Hilde, ja? Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Frank, natürlich auch an dich. Ganz toll, liebe Narren an Lesen. Im letzten Jahr haben Sie hier auf der Bühne gestanden als Sarah Zylinder und der Frank hat begleitet und in diesem Jahr ein Märchenduo, wie es im Buch steht. Liebe Hilde, du siehst wirklich zauberhaft aus. Du hast natürlich lieber ein Big Slipperwascht und ein Blutwascht und ein Presskopf, aber du kriegst jetzt trotzdem ein paar Blimmelchen. Ja. Überreicht von unserem Küsser, von unserem Bernd Victor. Lieber Frank, du bleibst natürlich wieder leer aus, gell? Ist ja vollkommen klar. Wie wir Männer natürlich so sind, gell? Wenn wir immer sich die Flasche weit trinken, wir hinter der Bühne. Liebe Narrenalesen, Sie darf ich bitten, Hildegard Bachmann und Frank Olischewski ganz herzlich zu danken. Du musst doch mal klatschen, jawohl. Dankeschön. Vielen Dank. Und stimmen Sie mit mir ein dreifach heftig stonnendes Hello!